Er ist verliebt. Da tut er so manches, was er besser nicht täte. Zum Beispiel schwer tragen. Schließlich ist er nicht mehr der Jüngste. Aber halt, das wird zu viel. Und plötzlich kommt er. Der Hexenschuss. Er kann sich nicht mehr rühren. Als wäre sein Rücken aus Stein. Und die Schmerzen. Schnell zum Arzt. Was ist da los? Hexenschuss ist keine eindeutige Diagnose. Selten verbergen sich dahinter wirklich schwere Erkrankungen. In der Regel sind es Verkrampfungen der Muskulatur oder Entzündungen an verschiedenen Teilen der Wirbelsäule. Was hat er falsch gemacht, dass es so weit kommen musste? Er hat einfach immer viel zu tun. Stundenlang sitzt er am Schreibtisch. Bewegungspausen, Fehlanzeige. Dazu kommen psychische Belastungen. Immer wieder drückt ihn die Angst, nicht nur vom cholerischen Chef. Am Abend fühlt er sich schlapp und kaputt. Ja, er isst dann auch viel zu viel und lümmelt nur auf der Couch herum. Wenn er dann endlich einschläft, ist die Nacht schon wieder vorbei. Erholsam ist das nicht. Aber was hat das alles mit Hexenschuss zu tun? All das sind Faktoren, die schlecht für die Wirbelsäule sind. Wenn dann noch Stress hinzukommt, ist die Wirbelsäule schnell überlastet. Wenn die Muskulatur es dann nicht mehr schafft, diese Überlastung zu kompensieren, dann kommt es zum Hexenschuss. Und was passiert dabei genau? Mit welchen Folgen? Schauen wir uns die Wirbelsäule doch genauer an. Viele bewegliche Gelenke. Dazwischen die elastischen Bandscheiben. Ganz wichtig, stabilisierende Muskeln, die halten und stützen. Und jede Menge Bänder. So sehen gesunde Lendenwirbel aus und so gesunde Muskeln. Wenig Fett. Diese Muskeln dagegen sind zu fett, verlieren ihre Stützfunktion. Die Folge? Verschleiß. Es kommt alles durcheinander. Die Wirbelgelenke können sich verhaken. Entzündungsgefahr. Bänder leiern aus. Entzündungsgefahr. Die Bandscheiben wölben sich vor. Entzündungsgefahr. Für die Muskeln wird's zu viel. Sie verkrampfen sich. Hexenschuss. Aber viele glauben, der eigentliche Grund für Hexenschuss sei ein Bandscheibenvorfall. Stimmt das? Nein, das ist nicht so. Stellen Sie sich die Bandscheibe vor wie ein Krapfen. Wir haben einen Faserring, der außen rum ist, und die Gallertmasse im Inneren. Wenn ich dann auf diesen Krapfen drücke, wird dieser breit und kann so schon allein Schmerzen verursachen. Es entsteht ein Hexenschuss. Wenn hingegen diese Gallertmasse austritt, dann habe ich einen Bandscheibenvorfall, der in der Regel immer mit Beinschmerzen verbunden ist und auch Lähmung und Gefühlsstörungen verursachen kann. Doch er hat Glück. Die Reflexe funktionieren. Der Stuhlgang klappt. Eine ernste Erkrankung wurde nicht diagnostiziert. Ihm hilft jetzt Ruhe. Die Beine hochlagern. Wärme. Und Medikamente. Die helfen, die Muskeln wieder zu entspannen. Nach 2-3 Tagen sollte es ihm besser gehen. Aufstehen darf er übrigens, sobald es geht. Und was ist mit den verschobenen Wirbelgelenken? Sollte man die einrenken? Manche Ärzte finden es gut, andere lehnen es generell ab. Generell sollte es nur durch Fachleute gemacht werden. Das Einrenken durch eigene Bewegungen, also wenn der Rücken dann mal knackst, dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Generell gilt beim Hexenschuss, wenn möglich, Bewegung. Er will das nicht nochmal erleben. Deswegen tut er endlich selbst etwas. Gezielt die Muskeln stärken, sich bewegen. Das geht ohne großen Aufwand überall und bringt den Rücken wieder gut in Form. Auch im Büro räumt er auf. Fehl- und Zwangshaltungen will er zukünftig vermeiden. Bewegung zwischendurch hilft auch hier am besten. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Und auch das mit dem Tragen überlegt er sich jetzt vorher. Aber Vorsicht, Gefahren lauern auch da, wo man es nicht gleich vermutet. Auch ein Luftzug kann einen Hexenschuss auslösen. Durch den Luftzug kommt es zu einer Abkühlung der Muskulatur, damit zu einer verminderten Durchblutung und damit zu einer verminderten Nährstoffversorgung. Das erhöht die Krampfbereitschaft der Muskulatur und dadurch kommt es schneller zu einem Hexenschuss. Schweres lässt er sich jetzt einfach liefern. Gut, so bleibt ihm Zeit für süße Nichtstun. Na, zumindest zwischendurch.